Und hier ist Ihr Moderator, Kura Dippo. Irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Ey Kuchen. Ihr könnt es schon am Titel erkennen, ich bin halt einfach dumm. Und ich weiß jetzt schon, dass Leute in die Kommentare geschrieben haben, ja auch was, ist dir das auch mal aufgefallen oder was? Gott, es wird so unangenehm in den Kommentaren, das weiß ich jetzt schon. Und ich wette, Maxelim ist einer von denen. Trotzdem möchte ich natürlich genauer drauf eingehen. Ich möchte aber erstmal sagen, es geht hier gar nicht um meine ganzen Skandale und so weiter. Ich glaube, da hat schon jeder mitbekommen, dass das ein bisschen dumm gewesen ist. Heute geht es mal so um Sachen, die so eher mein Privatleben betreffen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich persönlich habe eine chronische Abneigung dagegen, Briefe zu beantworten oder zu bearbeiten. Das Ganze fängt beispielsweise schon damit an, dass ich ja privat versichert bin. Das bedeutet, alle Zahlungen von irgendwelchen Ärzten und so weiter, also die Rechnungen, bekomme ich halt nach Hause geschickt und muss es erstmal selbst überweisen. Wisst ihr, wie viele Mahnungen ich letztes Jahr bekommen habe, weil ich die Rechnungen nicht überwiesen habe, einfach weil ich zu faul war? Ich auch nicht, keine Ahnung, aber so 10, 15 Stück, das kommt schon hin. Naja, okay, übertreiben müssen wir nicht, aber 5 Stück sind es bestimmt. Das Ganze regt mich persönlich einfach mega auf, aber ich kann es auch einfach nicht ändern. Ich bin einfach zu faul und finde halt durch meine Faulheit auch meistens nicht die Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Gestern beispielsweise habe ich das Ganze einfach mal gemacht und ich habe halt Real Talk ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gebraucht, um die Briefe zu bearbeiten. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, ich öffne die, ja? Also nicht, dass ihr denkt, die liegen zu Hause geschlossen rum. So schlimm ist es da nicht. Ich öffne sie, ich gucke sie mir an, ich denke mir so, ja, alles klar. Und dann lege ich die zur Seite für 2 Monate. Warum? Das Ding ist, ich persönlich denke mir zum Beispiel immer, wenn ich Rechnungen bekomme, naja, okay, ich kann das halt innerhalb von 3 Wochen überweisen, dann muss ich das ja nicht sofort machen. Ich sammle halt erstmal ein paar Rechnungen und dann überweise ich halt 4 oder 5 Sachen auf einmal, da ich natürlich Geld spare, als wenn ich das alles einzeln mache. Zeit, ich spare Zeit, nicht Geld. Aber Zeit ist Geld, meine Freunde, wie ich als Investmentunternehmer und Selfmade-Milliardär natürlich auch weiß. Mein Problem liegt dann einfach darin, dass ich das halt die ganze Zeit vergesse, beziehungsweise mir das zwar immer mal wieder im Kopf aufrufe, aber dann keine Zeit habe und dann vergesse ich das Ganze wieder. Das ist halt 1:1 genau wie mit den Thumbnails von Eikuchen. Die macht ja Kevstar-Style, das wisst ihr ja. Und eigentlich sage ich ihnen halt immer so einen Tag vorher Bescheid, was ich brauche. Und in letzter Zeit schreibe ich ihm halt wirklich mega oft um 7.30 Uhr am Morgen, was ich für den gleichen Tag brauche. Das Problem ist allerdings, dass er halt irgendwie so um 8.20 Uhr oder so selber zur Arbeit muss und zu spät nach Hause kommt, als dass er mir das Thumbnail dann am Abend machen kann. Das heißt, voll oft setzt er sich dann wirklich nur für mich morgens an den PC, um diese Thumbnail zu machen. Und das ist dumm und das nervt mich selber. Ich denke sogar einen Tag vorher 2-3 Mal daran, ah ja, du musst Kev noch sagen, was für ein Thema du hast. Während ich das sage, habe ich dann aber schon wieder andere Reize und ich denke einfach nicht dran. Und dann am nächsten Morgen denke ich mir so, ja okay, ich muss das ja gleich in der Arbeit machen. Verdammt, ich brauche noch ein Thumbnail. Das regt ihn übrigens auch selber auf, aber was soll er machen, Digga, ne? Keine Ahnung, soll er sich selber feuern? Von die Kamera ist doch schief, oder nicht? Willst du mich verarschen, Alter? Ist sie sogar wirklich scheiße? Och, Mann. Nicht gesehen. So. Ja, Mann, es hat sich nichts verändert, oder? Aber kommen wir mal zurück zu den Briefen, denn darum soll es ja eigentlich gehen. Wo mir das zum Beispiel jetzt auch wieder aufgefallen ist, wo ich einfach auch wieder so ein Nachteil habe. Eigentlich ist es ein Vorteil, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Das Ding ist, ich habe letztes Jahr meine Bank gewechselt. Und zwar, die Bank, wo ich halt vorher war, hat halt Strafzinsen ab 50.000 Euro für Privatanleger und 100.000 Euro für Unternehmen gestartet. Das bedeutet, dass ich halt quasi Geld dafür zahle, wenn ich viel Geld auf der Bank habe. Also, weiß ich nicht, ich finde, noch dämlicher geht's halt eigentlich gar nicht. Ich bin dann natürlich weggewechselt, weil warum sollte ich mir mein Geld wegnehmen lassen, einfach nur, weil ich viel davon habe? Das ist ja genauso dumm wie Steuern zahlen. Auf jeden Fall habe ich eigentlich auch alle Sachen mit rüber gezogen. Allerdings habe ich 2, 3 Sachen vergessen. Beispielsweise Sky oder Telekom, die halt die ganze Zeit noch vom alten Konto abgebucht haben. Bisher war da anscheinend auch noch so ein bisschen Restgeld drauf, also so 100, 200 Euro. Und ja, beide Verträge sind halt nicht zu teuer. Ich hatte auf der Bank allerdings noch so einen kleinen Restbetrag anscheinend, irgendwie so 100 oder 200 Euro, von denen das Geld natürlich erstmal runtergegangen ist. Beide Verträge sind nicht wirklich teuer gewesen. Bis ich dann tatsächlich irgendwann Briefe von meiner alten Bank bekommen habe, die mir gesagt hat, jo, die konnten das nicht abbuchen, weil da ist kein Geld drauf, ne, Rücklassschrift und so weiter, du weißt schon, Bro. Und da fängt es an. Ich habe halt wirklich 2 Monate in Folge diese Briefe bekommen. Und jetzt könnte man sich natürlich sagen, okay, naja, dann rufe ich halt kurz bei Sky an oder melde mich an oder melde mich bei der Telekom an und ändere das einfach mal kurz. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso schon viel zu lange dafür gebraucht habe, um das zu machen, konnte ich mich bei Sky auch einfach nicht anmelden. Keine Ahnung warum, die haben die ganze Zeit gesagt, dass meine Sky-Pin da irgendwie falsch ist, obwohl die halt hundertprozentig richtig ist, weil ich die auch im Browser eingespeichert habe. Auf jeden Fall ging das Ganze dann so weiter, dass mir das zu viel Aufwand gewesen wäre, da anzurufen, und so habe ich es halt einfach erstmal liegen lassen. Ich habe sogar von Sky Mitte Januar eine E-Mail bekommen, dass ich doch bitte den offenen Betrag überweisen soll. Also die sind sogar zu mir gekommen und haben gesagt, ey Bro, überweis das einfach. Und wisst ihr, was ich nicht gemacht habe?
das Ganze zu überweisen, weil ich einfach dachte, ja, ich mach das dann morgen. Ja, gestern hatte ich ja dann, wie gesagt, tatsächlich mal die Motivation, mich darum zu kümmern. Und das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Gespräch. Denn der von Sky meinte halt zu mir, dass mein Konto gekündigt ist, beziehungsweise der Vertrag ist gekündigt. Und das Ganze ist auch schon an ein Inkasso-Unternehmen weitergeleitet worden. Ich meine, at least geht's da halt nur um 100 Euro oder so. Und ich finde das auch von Sky irgendwo halt überhaupt nicht kundenfreundlich. Ich meine, die haben meine Telefonnummer. Sie wissen, dass ich ein Rückbuch-Lastschrift-Ding habe, also dass mein Konto einfach nicht gedeckt ist. Ich weiß nicht, man könnte sich ja mal bei seinem Kunden melden, der seit Jahren da Kunde ist. Oder auch nicht. Das Ganze ging dann so weiter, dass ich einfach gesagt habe, ja gut, dann weiß ich ja, was passiert. Ich habe jetzt tatsächlich den Betrag von der E-Mail, das waren auch nur so 50 Euro, einfach überwiesen und bin auf jeden Fall mal gespannt, was da kommt. Lustigerweise haben die mein Konto schon im November gesperrt und bis jetzt habe ich das gar nicht mitbekommen, weil ich Sky auch gar nicht nutze. Deswegen habe ich auch gesagt, dass das irgendwie von Vorteil ist, weil so schnell kommst du sonst nicht aus deinem Sky-Vertrag raus. Ähnlich ist es halt auch mit der Telekom gewesen. Auch da habe ich halt jetzt angerufen und das Ganze geklärt und die haben mein Konto auch geändert gehabt, weil auch da konnte ich mich nicht anmelden. Das ist auch, weiß ich nicht, das ist so zu viel Sicherheit einfach. Das Ding ist, ich muss mein Passwort ändern, weil angeblich hat das irgendwer gehackt oder whatever, es ist in falsche Hände geraten, obwohl, weiß ich nicht, keine Ahnung, es wurde auch nie irgendwas verändert oder so. Also wollte ich mein Konto ändern. Ich musste also erstmal meine E-Mail bestätigen und normalerweise sollte das ja reichen. Für die Telekom allerdings nicht. Die wollten unbedingt noch, dass ich meine Sicherheitsfrage beantworte. Bro, woher soll ich wissen, welche Antwort ich auf meine Sicherheitsfrage gegeben habe? Als ob ich da vernünftig antworte. Ich habe es 4-5 Mal versucht, dann habe ich gesagt, ja komm, lass gut sein, Digga, da komme ich niemals im Leben drauf. Das heißt, auch da musste ich mich telefonisch melden und ich weiß nicht, ich finde es immer super nervig, irgendwie zu telefonieren und dann bist du in dieser Warteschlange und dann dauert das voll lange. Ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie einfach nicht. Ich habe halt durch diese Faulheit wirklich immer wieder Probleme. Gerade dadurch, dass ich einfach es vergesse, Rechnungen zu überweisen. Wir bauen ja beispielsweise gerade ein Haus und wir haben halt im Hintergrund einen Architekten, der da immer mal wieder drüber guckt, ob da irgendwelche Fehler gemacht worden sind. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, denn der hat tatsächlich schon so 3-4 Dinge gefunden, die da einfach nicht gut gewesen sind. Und der kostet natürlich pro Besuch auch Geld. Und ich habe einfach voll oft vergessen, das zu überweisen und habe schon Mahnungen bekommen und die meinten auch schon so, ey, jetzt überweis das doch endlich mal, was soll das denn? Weil ich das einfach vergesse. Ich lese beispielsweise die E-Mail hier in der Arbeit und ich denke mir so, ja okay, zu Hause überweise ich das. Ich könnte zwar auch jetzt machen, das dauert eine Minute, weil die Daten auch schon eingespeichert sind, aber ich habe halt 4-5 andere Dinge, die ich gerade machen muss. Also schiebe ich das nach hinten, aber dadurch, dass die E-Mail geöffnet ist, vergesse ich das einfach und dann ist halt vorbei. Ja, und dann kriege ich halt 5 Mahnungen. Lustigerweise genau das gleiche mit der Putzhilfe, die wir hier im Büro haben. Da kommt halt einmal in der Woche eine Reinigungskraft, die halt ja so ein bisschen Staub saugt und sauber macht und so weiter. Und auch da habe ich irgendwie, selbst jetzt noch, wo ich das Video aufnehme, eigentlich sehr ironisch, halt immer noch irgendwie so einen offenen Betrag von 2 Monaten, weil ich es einfach vergessen habe. Die haben mir sogar eine E-Mail geschickt und mich gefragt, warum ich den ersten Monat nicht bezahlt habe und 2 Monate danach aber beide Monate schon, weil das halt überhaupt keinen Sinn macht. Ja, Bro, weil ich es einfach vercheckt habe. Meine Güte, warum kann das nicht einfacher im Leben sein? Das gleiche auch mit Briefen, die ich wegschicken muss. Ich habe beispielsweise vom Finanzamt fürs 4. Quartal bekomme ich halt Geld wieder, also Umsatzsteuer, weil ich mehr bezahlt habe, als ich selber eingenommen habe. Eigentlich halt mega gut. Das weiß ich halt schon seit so 1,5 Monaten oder so. Und ratet mal, wer auch erst gestern den Brief weggeschickt hat, damit das Finanzamt mein neues Konto hat. Ich. Obwohl ich Geld kriege und das wahrscheinlich gar nicht so wenig, weil ich halt das ganze Büro eingerichtet habe. Also wir sprechen hier bestimmt von, boah, wenn ich Glück habe, so 6.000 Euro. Zu faul für 6.000 Euro einen Brief wegschicken, Digga, was ist das? Sowas regt mich persönlich halt einfach mega auf, weil es natürlich auch irgendwie halt einfach demotiviert. Das Ganze ging sogar so weit, dass ich meine Briefe die ganze Zeit in meinen Rucksack getan habe, den ich immer mit ins Büro nehme, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal während dem Büro halt 5 oder 10 Minuten habe, das zu bearbeiten. Das Ganze hat dazu geführt, dass die Briefe halt irgendwie nochmal 3 Wochen in dieser Tasche geblieben sind und ich die weder zu Hause noch hier im Büro geöffnet habe. Ich habe sogar fast das Zeitfenster verpasst, wo ich meine Rechnungen von allen möglichen Ärzten vom letzten Jahr noch bei meiner Krankenkasse einreichen kann. Ich hätte also fast bestimmt so 1.000, 2.000 Euro nicht wiederbekommen von meiner Krankenkasse, weil ich zu faul gewesen bin, die Belege hochzuladen. Und das geht per App. Gut, das wusste ich erst seit gestern, aber es geht per App, wie geil ist das? Digga, du hast eine Rechnung, du fotografierst die, lädst die da hoch und dann haben die einfach. Digga, das ist der Junge 2022, was geht? Mich persönlich regt das einfach mega auf, denn ich habe durch Mahngebühren und auch den Stress, den ich dadurch halt einfach habe, bestimmt schon ein paar 100 Euro verloren. Und es macht einfach keinen Sinn, denn bezahl die Sachen doch einfach sofort. Es ist ja auch nicht so, dass ich das Geld nicht habe und deswegen nicht zahlen kann, sondern ich bin wirklich einfach zu voll, mich um sowas zu kümmern. Was mich auch mega aufregt,
Problematik ist die Tatsache, dass ich halt wirklich so gut wie nie pünktlich sein kann. Auch das zielt aber immer so ein bisschen mit da rein, dass ich halt einfach auch wirklich sehr faul bin. Zum Beispiel heute im Büro habe ich noch ein paar Aufgaben. Ich muss ein Placement machen, ich muss mein Video aufnehmen, ich muss das Eikuchen-Video hier aufnehmen und noch irgendwas. Das habe ich aber glücklicherweise schon wieder vergessen, also zählt's nicht. Allerdings habe ich auch um 14.15 Uhr einen Zahnarzttermin. Und ich weiß halt jetzt schon, dass wenn ich mindestens mal das Placement mache, was ich eigentlich auch machen muss, ich es wieder nicht hinbekomme, meine Aufgaben richtig zu machen. Aber wisst ihr, wofür ich Zeit hatte? 2 Runden Tischtennis, 3 Runden Schach. Es ist wirklich, ich verstehe das nicht, Digga. Ich check mich einfach selber nicht. Aber ein Gutes muss man sagen, jetzt, wo ich unter Zeitdruck bin, bin ich auch mega motiviert durchzuziehen. Also immerhin das. Mich persönlich regt es auf jeden Fall einfach auf, dass ich gerade was so Briefsachen und so weiter angeht, ich halt mega faul bin. Gerade wenn es irgendwie darum geht, irgendwas zur Post zu bringen. Ich habe beispielsweise auch ein paar Amazon-Rückbestellungen halt gemacht, weil ich habe mir diese Carrera-Bahn von dieser einen Anki geholt. Von Anki, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Overdrive oder so. Das Ding ist, die Bahn ist halt wirklich Schrott. Holt euch die nicht. Die Firma ist auch, glaube ich, pleite gegangen. Du kannst das Ding nur nutzen, wenn du dir eine App holst. Die App kostet bei iOS 5 Euro. Das heißt, jeder Benutzer, der bei dir zu Hause damit spielen möchte und ein iPhone hat, muss erstmal 5 Euro zahlen, um das Spiel, für das du schon 40 Euro bezahlt hast, nutzen zu können. Komm hier nicht drauf klar, Digga. Bei Android ist es aber glücklicherweise kostenlos. Auf jeden Fall wollte ich auch das mega lange zurückziehen. Und auch da war ich wirklich mega faul und habe das wirklich erst am allerletzten Tag gemacht, wo es ging, weil es machen musste. Und ich habe auch nur durch Zufall dran gedacht. Ich verstehe sowas nicht. Man hätte das auch einfach direkt zurückschicken können. Und stattdessen halt sowas. Ich weiß nicht, es macht für mich selber einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Seid ihr auch, was so Briefe und so weiter angeht, auch so faul, dass ihr ständig Mahnungen kriegt? Oder seid ihr so ein Arbeitstier, was alles sofort bearbeitet? Ja, bam! Ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lustigerweise bei Steuern ist es generell genau das gleiche, ist mir auch aufgefallen. Ich muss beispielsweise jeden Monat meine Steuern einreichen und normalerweise muss das Finanzamt so bis zum 10. des Folgemonats haben. Das heißt, so am 3. oder 4. sollte ich das bei der Steuerberaterin einreichen. Für Januar, und wir haben jetzt gerade irgendwie den 15. Februar, habe ich das immer noch nicht eingereicht. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, aber bald mache ich das, wirklich. Wenn ihr wüsstet, wie viele Mahnungen ich von dem Finanzamt schon bekommen habe, dass ich XYZ nicht bezahlt habe. Ich glaube, da habe ich mindestens 600 oder 700 Euro einfach weggeworfen. Durch Faulheit. Danke, ADHS. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.